Willkommen, Freunde, zu Kapitel 7, der Zwist der Eris. Es gab wieder so eine geile Fluchtszene im letzten Kapitel, das fand ich auch sehr übel. I told you that I had a family, but I don't. That was a lie. I'm a liar, Rose. I'm sorry. That's okay, Aubrey. Der Typ scheint auch nicht mal Latten am Zaun zu haben. Vielleicht ist der hinterher ja gar nicht so gut für uns. I'm afraid you've got a bit of work to do before you can get to my end of the engine halls. But of course I do. What a surprise. Where do I go? Make your way to the local engine hall. You'll have to find a way to the other side of it. Yes! The power couplings, Benny! Hey, Rose. I gotta sort this out. I'll be back in a jiffy. Just don't. Don't what? Aubrey? Aubrey! Jetzt gerade verkrümelt. Right. Oh, ist aber dunkel hier. Hier über die Brücke. Ah, okay. Er sagte mal, da wo es blinkt, da hilft er uns. Können wir lang? Aber ist eine Kette vor, hier kann man nicht lang. Guck mal, was das für ein Zettel ist. 2318. Die Nummer merken wir uns mal. Ketten, es ist überall dunkel. Sehe nicht viel. Das Grüne da. Mal was sehen würde, wenn sie wenigstens eine Taschenlampe hätte. Gebrennt ist, hier geht es also auch nicht runter. Jetzt nochmal irgendwie darüber. Also wir müssen hier wieder zurück und dann links rum. Da einen Weg finden. Ich sehe nichts, dass ich hier runterfalle oder so. Ah, hier ist eine Treppe, hier komm mal hoch. Nein, das ist keine Treppe, das ist eine Leiter. Jawohl. Das ist, wenn der Mund schneller spricht, als der Kopf denkt. Rose. Gut geschafft. Aubrey, can you do something about the power coming and going? I thought you had that area covered. There's a bit of a hiccup with this. With a large electromagnetic distribution coil. It seems to be pulsating. Yeah, that means nothing to me, Aubrey. Speak plainly. Then, Rosie, we are harvesting electricity from time itself. This shit is complicated, okay? You just find a way forward and don't die. Ah, great plan, Aubrey. Your best work yet. You hear that, Benny? Rose is giving me attitude. Hier nicht schon.
Geht's hier runter? Nee. Geht's da rein? Nein. Ist hier irgendwas zum Umschalten? Nee, irgendwie nicht. Ah, hier geht's lang. Boah. Wieder was für Leute, die es mögen, in der Höhe irgendwas zu unternehmen, aber ich hätte echt Höhenangst. Das wäre für mich nichts, aber ich sehe nichts. Also, was ist da hier? Wer kann hier irgendwann mal das Licht anmachen? Da sind da. Ist wieder eine Leiter. Mann, ey. Gut, dass wir hier nicht fliehen müssen. Sind jetzt hier oben. Ah, da hätte ich wahrscheinlich runterfallen dürfen. Wahrscheinlich wäre sie da rüber gesprungen oder so. Genau, hier bin ich runtergefallen. Ah, und hier ist auch was. Ich hätte eher gedacht, ich hätte da rüber springen können. Schalter habe ich schon umgelegt. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist eine Treppe nach unten. Wie komme ich da hin? Wahrscheinlich Treppe runter. Dann irgendwo eine Leiter hoch oder so. Ey, ich sehe hier wirklich nichts. Nada, nothing. Ja, da kannst du nur sterben. Da kannst du nur sterben. Ey. So, von hier bin ich ja gekommen. Mir hier irgendwie nicht zu bringen. So, den Schalter hatte ich ja aktiviert. Das war ja auch wichtig. Frage ist halt nur, wie komme ich dahinter? Warte mal, hier ist ja eine Tür. Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Das ist auch dunkel wie sonst was. Sehr gut. Arbeiten wieder, aber nicht lange.
Immer nur so für so ein Stück. Für eine Zeit. Zeit lang. Ein bisschen heller wird. Sagen wir mal, wenn es jetzt gleich wieder angeht, nee. Da sieht man ein bisschen was, aber nicht viel. Ich weiß nicht, wo die Treppe hier hinführen soll. Ich glaube, wir gehen wieder zurück. Ja, alles angeschaltet. So, hier können wir nicht rüber. Hier jetzt, hier wird nichts angezeigt, dass ich irgendwie fallen kann, springen kann. Aber wenn ich hier falle, dann war es das, dann ist vorbei. So. Eine Stelle, wo wir nicht weiterkommen. Das ist hier interessant, aber es ist auch einfach zu dunkel. Ich vermute mal, dass wir hier unten irgendwie lang müssen, aber... So. Was ist denn hier mit der Schräge? Komme ich hier nicht hoch? Doch. Ah! Wir haben's. Alter, das ist aber auch so dunkel, das kannst du ja nicht erkennen. Wieder ein Kapitel, was richtig heftig ist. Hier ist der Leiter. Sehr gut. Mal Glück gehabt, also der Strom hat mich nicht erwischt. Ich gehe an, dass ich ein bisschen was sehe.
hinten ist auch noch was. Aktivieren wir den mal. Der ist schon aktiviert, okay. Jetzt wieder zurückgelaufen. Ja, hier waren wir vorhin auch schon mal. Das ist ja die Brücke, die ich mir geholt hatte. Zettel, aber den habe ich glaube ich schon gelesen, ne? Genau, das waren die 2318, die ich mir merken wollte. Richtig hier. Ja, so eine Leiter. Ich glaube, das hier sind wir doch vorher nicht reingekommen, ne? Genau. War der Strom so, dass das nicht funktioniert hat? Hier ist noch eine Treppe. Die Treppe geht auch nicht. Ist auch nichts. Okay. Gehen wir hier zurück. Hier sind wir wieder am Fahrstuhl. Ja, quasi unser Ausgangspunkt. Genau, das war der Ausgangspunkt hier. Wir sind vorhergekommen. Und dann hier rüber gegangen. Nach links haben wir uns da die Brücke geholt. Weiter. Sind wir auch dran vorbeigekommen? Hier ist wieder eine Leiter, die haben wir auch schon gesehen. Vielleicht einmal rumgehen. Ja,
eine Tür oder so. Irgendwas ist hier nicht. Was hasse ich an, wenn man den Weg nicht findet. Hier wieder hoch. Ich sage mal Treppe. Ich weiß hier, warum ich immer Treppe sage. Es ist aber auf jeden Fall definitiv eine Leiter. So, da hinten ist noch was Grünes, wo wir aber irgendwie nicht rüberkommen. Mal wieder hoch. Vermute mal, wir müssen noch einen Schalter umlegen und müssen gucken, wo der ist. Lang gegangen. Geht mal hier links lang. Ah! Warum stirbt sie denn da jetzt gleich? Ich bin doch gar nicht so nah rangegangen. Das war jetzt ja aber albern. Rose? Aubrey, can you do something about the power coming and going? I thought you had that area covered. There's a bit of a hiccup with this, a large electromagnetic distribution coil. It seems to be pulsating. Yeah, that means nothing to me, Aubrey. Speak plainly. Rosie, we are harvesting electricity from time itself. This shit is complicated, okay? You just find a way forward and don't die. Ah, great plan, Aubrey. Your best work yet. You hear that, Penny? Rose is giving me attitude. Seltsam, seltsam. Wir enden immer wieder an derselben Stelle und an derselben Plattform. Hier komme ich nicht lang, obwohl ich gerne würde. Können einmal da lang. Können uns jetzt mal merken, wenn wir jetzt hier davor stehen. Wir haben jetzt einmal links, den haben wir ja aktiviert. Genau. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, müssten es zwei sein, die wir umschalten können. Ne? Wir kommen aber hier nicht rüber. Links müssen wir aber hin. Na, als wäre runtergefallen, ist tot. Rose? Aubrey. Can you do something about the power coming and going? I thought you had that area covered. There's a bit of a hiccup with this, with a large electromagnetic distribution coil. It seems to be pulsating. Yeah, that means nothing to me, Aubrey. Speak plainly. Rosie, we are harvesting electricity from time itself. This shit is complicated, okay? You just find a way forward and don't die. Great plan, Aubrey. Your best work yet. You hear that, Penny? Rose is giving me attitude.
Nee, hier eigentlich schon. Ja. Ja, hier geht's lang. Genau. Na komm. Nicht die falsche Taste drücken. Einmal rumgegangen. Ah, hier können wir auch lang. Alles klar, wir haben's. Ich glaube, wir haben's. Schon umgeschaltet haben, ne? Ne, genau. Den hat man doch gar nicht umgeschaltet, okay? Der ist ja auch noch nicht umgelegt, ja. Oder springen die immer wieder zurück? Dann schalten wir den nochmal um, wenn er aktiv ist, und schalten dann den anderen um. Vielleicht ist das das Geheimnis, dass wir das in der Zeit schon. Müssen wir wahrscheinlich schnell sein. So. Jetzt ganz schnell hier rüberlaufen. Ja. Das ist das Geheimnis sozusagen. So. Und irgendwo ist da jetzt. Ach, die Brücke fährt sich jetzt nach und nach rüber. Das müssen wir das Ganze wahrscheinlich nochmal machen. Warten wir mal, bis er ausgeht und der angeht. So, bleibt aus. Jetzt ganz schnell. Da ist sogar. Ich dachte, dass die Brücke rübergefahren wäre. Schade, dass wir versuchen zwar, ob wir hier rüberspringen können. Nee. Ja, aber wir haben gesehen, es sind immer zwei Schalter da.
Vielleicht können wir da die Blockade irgendwie lösen. Wenn wir die Blockade lösen könnten, bräuchten wir ja nicht rüber. Eine Orientierung in der Lautstärke, ja, wo es ungefähr hingeht, aber ein bisschen Weg finden. So. Dass die jetzt hier so gestanden haben, eben, das ist mir auch neu. Das habe ich der Form so auch noch nicht gesehen. Hinten geht's auch lang. Rose, wir waren noch gar nicht sehr gut ganz. Yeah, I'm still here, Aubrey. I made it across the engine hall. What now? Up ahead is hydraulics and pressure control. The distribution coil is boiling the storage tanks, so you're going to have to reduce the pressure in order to get the security doors to open. Find the pressure valves, Rose. Turning them should bring the pressure down. Okay. Find the valves to reduce pressure. Got it. Doing great, Rose. You're almost here. Okay. Talk to you in a bit. So, Freunde, jetzt müssen wir mal gucken. Gut. Ich glaube, es müssen alle erstmal runtergedreht werden, alle Ventile. So, da fehlt irgendwie ein Rad, ein Zahnrad. Frage, wo wir das finden. Deswegen geht das auch nicht. Liegt das hier irgendwo rum oder so? Nee, hier ist auch keins. Auf dem Boden ist auch keins. Dann müssen wir mal gucken, wo wir das finden. Auf jeden Fall müssen wir jetzt die Ventile erstmal alle abstellen. Ah, hier ist zum Beispiel eins. Sehr gut. Setzen wir jetzt hier erstmal ein. Super. Das hat funktioniert. Jetzt müssen wir die anderen noch runterdrehen. Runter. Der ist muss runter. Ja. Jo. Sehr gut. Jetzt gehen wir hier hinten zu dem Versteckten. Das muss auch. Das war schon unten. Ja. Muss auch runter. Mal, wo wir die anderen finden. Irgendwo müssen wir auch noch ein Zahnrad finden, ein anderes oder so. Ich glaube, wir haben noch eins offen. Das ist auch unten, das ist auch richtig.
Wir haben noch eine Maschine irgendwie. Die hat kein Rad. Weiter hoch und dann gucken wir mal weiter. Das ist unten, das ist gut. Jetzt gucken wir mal, hier ist noch eins, das ist auch gut, das ist auch unten. Auch unten, das ist auch gut. So, irgendwo müssen wir aber noch eins haben. Hier müsste es wieder gleich Strom geben, oder? Nee. Das ist auch unten, das ist auch gut. Dass wir nicht zu nah rangehen, weil das habe ich auch schon mal gehabt. Dann hat sie ein bisschen aufgeschrien, nur war es das. Das ist eigentlich hier das Rad, wo wir. Genau, hier muss noch ein Rad hin. Das müssen wir irgendwo finden. Ich weiß nicht, wo wir das finden. Bei der anderen Maschine lag es davor. Mal ein bisschen auf den Boden gucken hier. Durchgang, richtig. Eine Leiter. Ja, wir müssen alle noch mal hochgehen. Alle noch mal abklappern. Und auch noch mal gucken, ob wir irgendwo noch ein anderes Rad finden. Das wir irgendwie installieren können. Finde leider keins. Ist auch keins. So, hier können wir drehen, aber da ist es halt auch so, dass das Rad schon unten ist, das ist soweit richtig. Uns fehlt halt nur noch das eine Rad, was irgendwie irgendwo auf dem Boden liegen muss. Leiter. Wir müssen so lange klettern, bis wir das finden. Nichts. Schade, dass hier nicht irgendwo ein Ersatzrad ist oder so. An der Wand oder. Das ist ja das, was ich nicht weiß. Hängt es an der Wand? Liegt es auf dem Boden, wie bei dem anderen? Ich glaube,
Hier in der Ecke haben wir noch nicht so richtig geguckt. Weil Tote möchte man natürlich auch ungern. Das ist auch unten. So, das ist eins an der Wand, was da rumhängt, was wir nicht drehen können, aber auch nicht einsammeln können. Aber da kommen wir irgendwie nicht ran. Aufpassen, dass wir nicht zu nah rangehen an die Maschine. Ist hier eins? Wir haben doch schon so viel abgesucht. Irgendwo versteckt sich das. Merkwürdig. Die Treppe noch mal hochgehen, aber habe ich eigentlich nichts gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe am Anfang immer gedacht, dass mein Knopf, der da lag, den ich drücken muss, aber das ist ja das Rad gewesen. Wo wir interagieren können. Jetzt können wir hier noch mal reingucken. Genau, und hier fehlt noch das Rad. Noch irgendwo finden müssen. Hier ist es. Ah, wir haben es. Oh, war das ein Krampf. Unglaublich. So, das setzen wir jetzt ein und dann müsste es funktionieren. Yo. You did it, Rose. I see green all over my sensors here. The security doors should be open. Just one more hurdle and then we can get the hell out of the ship. All right. One more hurdle. What's up next? Well, malfunction in supersized electromagnetic distribution coil. It's... You know what? Some things just need to be seen. Come on through! Ja, aber die Tür hier, wo ich eigentlich durch wollte, die zu ganz Zeit zu war, ist jetzt auch nicht auf. Tür. Genau. Ah, ich sehe schon. Nee. Das ist die, die auf war. Genau. Ach, die hier. Ah, super. Da können wir jetzt raus. Oha.
setzen ihren Weg durch die Maschinenhallen fort, um zu sehen, wovon aus wir reden. Lichter, die sehe ich gar nicht. Nix. Boah, das ist aber wirklich sehr düster. Schau mal geradeaus. Treppe nach oben. Tür auf. Nicht zu nah rangehen, dass mein Avatar stirbt. Supersized electromagnetic distribution coil. I'm gonna call it. As long as you don't get directly exposed to the shockwave, you should be fine. Good to know. You should be able to see me. I'm in the tall building to your right. See me in the window there, Rose? Anyway, you see that building on fire in the distance? That's where you'll find the emergency deactivation switch. Wait, all the way over there? At the other end? Yep. You want me to sprint there while electromag something or other regularly fries the entire place? Yep. I've been thinking about this part. If it's all right with you, I'll open the door on the left and just hide in the corner for a while, okay? Of course. I wouldn't want you screaming in my ear anyway. Super, öffnet die Tür. Jo, danke. Dann kommen wir hier raus. War ich da nicht schnell genug, oder? Nee. Okay, wenn so eine Schockwelle kommt, sterbe ich. Ja, was, wo muss ich denn hin? Oder muss, gibt's, kann ich mich da irgendwo verstecken? Ah, die stirbt ja auch gleich. Ohne dass ich was gemacht habe. Das ist ja ein scheiß Speicherpunkt. Geht's nicht.
hier mal so ein bisschen versteckt irgendwie. Muss ja eigentlich jetzt gehen, oder? Ja. Weg wieder nicht, weil es einfach zu dunkel ist. Echt zum Kotzen. Man könnte den Kontrast hochdrehen, aber wozu, ne? Hinterm Pfeiler laufen oder so. Probieren wir es nochmal. Okay, aber wir haben jetzt den Weg. Wir haben den Weg zum Haus. Treppe runter ist richtig. Damn thing. Did it work? Just a moment. I think you did it, Rose. Oh, thank God. I can't believe it. You did it. Woohoo! Ja, geil, dass er sich freut, I'm er auf den Kampf. To live! Hey. So, Aubrey, how about we finally get off this godforsaken thing? Not a day too soon.
I know I've said thank you already, but it will be nice to finally be able to do it in person. On my way, Aubrey. See you in a bit. Den linken Metallsteck soll ich nehmen. Hier war ja nichts mehr drin, ne? Türmäßig? Ne. So, jetzt ist ja. Ich hoffe, er hat keine Rechts-Links-Schwäche. Hier ist ein Zaun. Ah, hier geht's lang. Frage, ob ich jetzt hier wieder zurück muss oder. Jetzt wieder hoch. Vielleicht gehen wir den Weg jetzt wieder zurück. Der Steg hat sich ausgefahren, jetzt kommen wir hier lang. Oh, Aubrey knows of a shortcut off this thing. Oh, I don't fancy going back the way I came. Aubrey? Where are you, Aubrey? Let's go! Ich würde nicht wundern, wenn Aubrey einfach nur ein Computer ist. Das wäre natürlich auch nochmal die Krönung. Aubrey ist gar nicht hier. Come on, Aubrey! Let's go already! Versteckt. Okay, lang will sie ja hier nicht. Das ist merkwürdig. Die Tür, die habe ich jetzt mal zugemacht, weil wir da ja auch nicht reingekommen sind. Auch wieder alles sehr dunkel hier. Hier ist ein Gitter. Aber auch nicht dran vorbei. Es muss ja irgendwie in diesem Raum die Lösung geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich noch woanders hin muss. Ist ja komisch. Ach, hier. Nee, warte mal. Doch. So, irgendwie an der Maschine hier vorbeigehen. Aber sie zeigt mir auch keinen anderen Weg oder so, wo ich lang kann. Normalerweise ist es ja so, dass sie da nochmal so einen alternativen Weg oder so zeigt. Ah, hier. Alles klar, wir sind einfach nur zu weit abgebogen. Treppe nach oben.
Mal gut, dass ich nicht vorher abgehauen bin. Ich wollte hier die alte Tür abhauen. Aubrey? Oi. No, Rosie. Das ist ja ein Roboter oder sowas in der Art oder was ist das? Halt übel, ey. So eine Art Tesla-Überbleibsel, ja? Oder habe ich das einfach nur falsch erkannt? Das sah so irgendwie so metallisch kantig aus. I really did. Nee, ist Mensch. Alles klar. Ich sehe schon Gespenster. I've heard everything, every word, since you came aboard. From your first conversation with Ada to the last words she ever spoke. I even listened in on your conversation with Aubrey. Nicola. What? It wasn't Tesla's lockdown that was jamming your sister's broadcasts. That was another lie. It was me! Well, der Kapitän. Why? Because hab ich nicht vorhin gesagt? He took everything from me! Everything! I had his attention! I had his respect! But she took it all. I used to be someone aboard the ship. But now... Now the time has come to take back. Starting with these. If you do this, I will kill you. Is that a promise, Rosie? Scout's honor. Cute. You forget that just like I led the exotic energy to the surgery room of your sister, so too am I leading exotic energy to you, right here. You better hurry. Those things will be here any minute. Benny here will keep you company. Oh. I instead use these to save the day and claim what was mine. One lead in. Mich umdrehen und die Tür wieder zumachen. Das ist eigentlich clever gewesen. Das erledigt. Naja. Versuch macht klug. Oh, es ist übel, wenn man die Fluchtwege nicht kennt. Oh, hier ist noch richtig. Da ist eine Sperre vor, das geht nicht. Durch, das geht hier lang. Tesla persönlich hat uns gerettet. Der lebt noch, wie geil ist das denn? Übel.
So, Freunde, wir haben Kapitel 7 abgeschlossen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Bis dahin.